grüße euch miteinander. Also wie der Titel schon sagt, ich vertrete hier den Anbieter und ich wurde gebeten, die Sicht des Anbieters, speziell aus der Sicht eines KMUs mal darzustellen. Und das werde ich gerne tun. Ich habe mir im Vorfeld dazu überlegt, ja, wen werde ich hier treffen? Wen könnte das, was ich hier sage, wen könnte das interessieren? Ich habe gedacht, diese zwei Zielgruppen könnten interessant sein. Das eine, das ist ein KMU, das sich selber in diesen Markt vergehen will, vielleicht auch von Erfahrungen, die wir gemacht haben, profitieren will. Das andere sind Botschaften an die Beschaffer, an die Beschaffungsstellen, vielleicht auf die Bedarfsträger, wo wir Leiden oder eben Freuden erdulden oder erfahren in diesem Beschaffungswesen. Kurz zur Firma, die Mimacom, wir bauen Software, wir sind im Bereich Softwareentwicklung, Open Source tätig, wir bauen und integrieren Lösungen für den Kunden auf der Basis von Open Source. Wir sind in diesem Markt seit ungefähr 13, jetzt dann 14 Jahren tätig. Vielleicht ein Erfahrungsbereich, was Governance betrifft. Wir sind mittlerweile in 5 Departementen tätig oder tätig gewesen. Das sind mehr als ein Dutzend Bundesämter oder ISCs oder andere Stellen, für die wir arbeiten durften, die zu unseren Kunden gehören. Dazu kommen dann diverse Kantone. Das ist so der Erfahrungshintergrund der Mimacom im Bereich von öffentlichen Ausschreibungen. Also wir haben fast alles, denke ich mal, erlebt. Vieles von offenen, selektiven Verfahren, Einladungsverfahren, Freihandelsverfahren nach FÖB. Bei den Dienstleistungen ebenso in der IT, das geht von Werk, Wartung, die dann dazu gehört, Lizenzen, die beschafft worden sind, dann Dienstleistungen, also Dienstleistungsverträge und Personalstellung. Bei den Beschaffungsorganisationen sind es einerseits die Großen des Bundes, BBL selbstverständlich, ArmaSwiss, zum Teil auch direkt mit delegierten Beschaffungsstellen dann von den Bundesämtern. Ebenso auch Erfahrungen notabene dann mit Beschaffungsstellen der Kantone. Also wir haben eine breite Erfahrung in diesem Bereich. Und ich möchte versuchen, da einige Dinge zusammenzutragen. Ich weiß nicht, ob sie viel zu einfach, zu simpel und zu naiv sind. Aber das ist halt das, was uns dann letztlich doch bewegt. Ich glaube, hier erzähle ich keine neuen Dinge. Das ist, wo ich auch hinhöre, überall ist es eigentlich klar. Ich glaube, dass sehr oft die vorgegebenen Verfahren einfach der Komplexität und der Dynamik von IT-Projekten nicht oder nicht hinreichend gewachsen sind. Das ist halt ein Fakt, er stört immer wieder auch wir. In unserer Arbeit möchten wir das Beste für den Kunden tun und erleben dann sehr oft die Beschaffung nicht als Hilfe, sondern sehr oft auch als Hindernis. Aber das ist nun einfach mal so, es sei einfach hier noch einmal gesagt oder geklagt. Was freut uns ist... Ich habe da ein bisschen auch die Erfahrung, gerade auch mit dem Ausland, wir sind ein internationales Unternehmen, nicht nur in der Schweiz tätig und im Gegensatz vielleicht gerade auch zu anderen, ich sage es südlicheren Ländern, staunen sie zum Teil wirklich, dass ein Markt stattfindet in diesem Bereich. Weil die sagen, ja öffentliche Fahnen, ja das ist klar, das weiß ich schon jetzt, also in 6 Jahren wird der das machen, in 5 Jahren der das und in 2 Jahren der, es ist einfach so. Und hier ist effektiv ein Marktplatz vorhanden, wo jeder mitmachen kann und um die uns andere, gerade im Auslandsteil, auch beneiden. Es ist ein offener Markt und das begrüße ich sehr. Was ich sehr begrüße ist, sind die gleich langen Spieße. Es ist egal, ob ich als KMU auftrete oder als Großunternehmen, es hat jeder im Verfahren dieselben Bedingungen. Ja, wo haben wir Schwierigkeiten? Was ärgert oder stört uns in gewissen Bereichen? Im Bereich vom Werk ist klar die Komplexität des Verfahrens, denn das offene Verfahren sind, die sind zum Teil sehr komplex, sehr formalisiert und uneinheitlich.
Ich habe vieles erlebt über die vergangenen Jahre hinweg. Ich komme dann auch auf die Verbesserungen, fairerweise. Aber es ist einfach so, zum Teil ist es sehr komplex. Den zweiten Satz habe ich nicht gewusst, ob ich den hinschreiben soll, aber manchmal ist das so, das spürt man zum Teil auch heraus, vielleicht nicht vom Ausschreiber, auch vom Bedarfsträger, sind zum Teil ebenso überfordert von diesen Verfahren, wie ich manchmal den Eindruck hatte, ich sei es. Also es ist komplex. Der Aufwand ist für ein KMU zum Teil riesig, kann man sagen, ja, dann lass es halt sein. Aber es wurde vorhin schon erwähnt, der Aufwand für so eine Werkausschreibung geht locker in die 4, 5 bis 1000 oder mehr Mannstunden. Sie können sich das mal aufrechnen, sind Sie bei Preisen oder bei Kosten. Und das dann bei einem Werk, das man erstellt, vielleicht für, weiß nicht was, 500, 600.000. Das finde ich eine Unverhältnismäßigkeit. Ich finde zum Teil, der Aufwand entspricht nicht unbedingt, oder das Verfahren entspricht nicht unbedingt dem Wert, um den es dann geht. Für ein KMU schwierig ist, dass wir unsere Stärken, die wir naturgemäß haben, als KMU eigentlich schlecht ausspielen können. Ich habe es vorhin erwähnt, ja, man schreibt aufgrund einer Ausschreibung papierene Fragen, erhält papierene Antworten, schreibt dann ein papierenes Werk, hat eine Stunde oder dreiviertel Stunden Zeit, mit diesen Leuten halbwegs in ein Gespräch zu kommen, das auch wieder formalisiert ist, und that's it. Also Stärken wie die Nähe am Kunden zu sein, das Commitment, der Spirit einer Firma, kann ein KMU hier sehr schlecht ausspielen. In Dienstleistungsverträgen ist für uns die Schwierigkeit, dass üblicherweise der Kunde uns jetzt braucht, sofort. Er hat jetzt ein Problem, und gerade KMU arbeiten sehr oft in spezialisierten Nischen, umso mehr sind wir dann bei Spezialisten. Und es ist einfach so, schon kleinste Vergabungen oder Aufträge können unter Umständen sehr lange dauern. Nur schon bis der weiß, was er jetzt machen muss, an wen er sich wenden muss. Und die Termine des Projektes sind schon lange vorbei, wenn man diese Verfahren einhalten muss. Was für uns dann schwierig ist, ist, dass wir nicht in diesem Druck, ich sage es mal so, Dinge machen, die wir nicht tun sollten, dass wir uns wirklich dann auch an die Verfahren halten, nicht in Vorleistungen gehen oder andere Dinge machen. Es ist manchmal sehr schwer, man will ja die Lösung bringen, man hat sie auch, aber man kann nicht. Das betrifft mich nur bedingt, weil wir sind nicht in erster Linie ein Personalsteller, aber ich denke, das ist so, diese großen Rahmenverträge in der Personalstellung zusammen dann vor allem mit dem Verbot des Unterverleihs sind an sich für KMUs in diesem Bereich dann der Tod. Die werden solche Ausschreibungen nicht mitmachen können, wo es um derart große Volumen geht. Das ist ein politischer Entscheid und muss dann auch so getragen werden. Positive Entwicklung, was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren. Was mich sehr gefreut hat, die Standardisierung nimmt zu. Das ist abhängig von der Beschaffungsstelle, aber ganz grundsätzlich finde ich das so. Und zwar so in den formalen Details. Es war noch vor Jahren zum Teil sehr schwierig, aus der SIMA-Publikation, dem Pflichtenheft, den Kriterien, Katalog, jetzt wirklich alles herauszufinden, was am Schluss irgendwo stehen muss. Also es hat zugenommen, da sind wir auch sehr dankbar, dass nicht über irgendwelche dummen, blöden, formalen Fehler wie Dauer des Angebots stolpern oder solche Dinge, die man vergisst. Was ich auch geschätzt habe, gerade auch im Werk, das sind neue Modelle in wie geht man in der Beauftragung vor, dass man den Lieferanten schon in der Konzeption mit einbezieht, dass man sich überlegt, ja, wann will ich von einem Fixpreis in eine Arbeit in einen Kostenrahmen oder nach Aufwand gehen. Also Möglichkeiten, noch einmal über die Kosten zu reden. Alles, was in diese Richtung geht, unterstütze ich. Und zwar einfach, weil es der Dynamik einer Werkstellung in der IT
dann auch entspricht. Was ich auch sehr geschätzt habe, ist, dass man zum Teil weggekommen ist von Hallo Lieferant, wir haben hier die Anforderungen beschrieben, erklär mir mal das Werk, das du erstellen willst. Und dann schreibt man irgendwelche Pseudospezifikationen und Pseudowerkbeschreibungen in einem riesigen Aufwand, die letztlich dann nicht die Realität sein werden. Sondern dass man klar sagt, okay, wir suchen Kompetenznachweise des Anbieters. Wir möchten wissen, was weiß er hier, was kann er da, weil das in diesem Werk, das erstellt werden muss, dann auch wichtig ist. Was mich auch gefreut hat, ist zunehmend auch der Weg, dass man sagt, ja, wir möchten Teams. Uns ist das Team wichtig in der Ausschreibung. Es ist etwas, wovon ich selber überzeugt bin, dass das so ist. Einfach sagen, mit einem guten Team ist es egal, wenn es die Fähigkeiten mitbringt, ist es egal, was dann am Schluss gemacht werden muss. Man findet einen, wegen einem schlechten Team wird das schwierig. Also das ist etwas, was mich auch gefreut hat, dass es Ausschreibungen gibt, wo explizit gesagt, wir möchten ein Team, das nachweislich in mindestens 3 Projekten in dieser Konstellation schon zusammengearbeitet hat. Bietet dann für ein KMU auch wieder ein paar logistische Probleme, das stimmt. Negative Entwicklungen, das habe ich vorher schon erwähnt, ich wage einfach mal die These, IT-Projekte werden nicht mit Ressourcenmathematik, Profilpoker von kurzfristig akquirierten Freelancern aus Polen zu fliegen gebracht. Wenn man sich vorstellt, dass man so Projekte machen will, ich finde das naiv. Für uns bietet es auch wieder Vorteile, weil wir werden diese vermurksten Projekte irgendwie wieder retten müssen. Das ist ein bisschen aus dem Bauch heraus. Ich habe den Eindruck, momentan so die Nach-Insieme-Zeit wirkt nach und momentan einfach im Zweifelsfall WTO. Oder? Und auch die Unsicherheit, was kann ich eigentlich noch, was darf ich noch, führt ein bisschen dazu, dass die Verfahren eher noch länger werden, als sie vorher schon waren. Also diese Angst, dass man etwas falsch machen kann. Was für mich auch, wenn ich das hier sagen darf, sehr schwierig zu verstehen ist, wenn ich einen Kunden empfange bei mir in den MIMACOM und wir gehen Mittagessen, wie ich das mit meinen Partnern, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Konkurrenten mache. Wenn jemand zu mir Mittagessen kommt, dann lade ich den ein. Und dass man dann in dieser Situation einfach, ja, das sind wirklich sehr peinliche Situationen. Der andere sagt, Entschuldigung, ein Mittagessen liegt nicht drin und ich stehe irgendwie da wie ein, weiß nicht was, ein Mann mit einem schlechten Ruf, weil ich da schon einen Bestechungsversuch vorgenommen habe. Das sind Dinge, die stören mich massiv. Diese Entmenschlichung tut mir leid, ja. Kurz zur OSS. OSS, Open Source Software, wird zunehmend explizit angefragt und erlaubt, wird wahrgenommen, das finde ich super. Als Anbieter müssen Sie aufzeigen, aus welchen Gründen Sie sie einsetzen wollen, die Bedingungen, die Risiken im Einsatz, das finde ich auch richtig. Sie sind dann verantwortlich für allfällige Inkompatibilitäten, Lizenzbestimmungen, Erfüllungsgewährleistung, Garantie. Wir können das tun als MIMACOM, wir sind in diesem Bereich auch spezialisiert. Aber manchmal denke ich schon, dass es für kleine KMUs schwierig werden kann. Hier wäre es gut, wenn der Bund gerade im OSS-Bereich auch gewisse, man kann sagen, Vorgaben oder Kataloge geben könnte oder vorgeben könnte und sagt, das ist gut. Ja, wir können damit gehen. Und ich solche Nachweise nicht selber jedes Mal neu dann erbringen muss. Wrap-up. Beginnen Sie, wenn Sie ein KMU sind, gehen Sie systematisch vor, das mussten wir lernen. Der Aufwand rechnet sich nur, wenn man das konsequent macht. Das ist eine Kompetenz, die man sich erwerben muss. Und das habe ich auch zum Teil gesehen bei anderen, das formalisierte Verfahren führt manchmal dazu, dass man den für das ganz Normale, Sie müssen den Markt kennen, Sie müssen den Kunden kennen, den zukünftigen Kunden, Ihre Konkurrenz, da führt auch SIMAP nicht vorbei. Rechnen Sie. Wünsche, Anregungen, der Gedanke, Teams zu stellen, der überzeugt mich, ich würde das gerne mehr sehen.
Ich habe nicht gewusst, ob ich diesen Punkt hinschreiben soll. Ich habe dann trotzdem gedacht, doch. Also im Sinne von mehr Dynamik und nicht Stillstand wünschte ich mir das mal. Mehr freihändige Vergaben. Und was ich finde, man sollte einfach im IT-Umfeld realistische Limiten setzen. Ich finde diese 250.000 lächerlich und nicht realistisch und sollte mindestens 1 Million sein. Und dann rentieren sie sich auch die Verfahren für uns wieder. Jo, that's it. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Wir haben Zeit für Fragen. Ja. Paul Eisner, Kanton Zürich. Grüß Gott. Hallo. Vor ein paar Tagen wurde bekannt gegeben, dass das BBL einen Auftrag für 22 Millionen freihändig vergibt. Mhm. Nicht unbedingt an ein Schweizer KMU. Wie sehen Sie so etwas? Ja, darum habe ich gesagt, ich habe nicht gewusst, ob ich diesen Satz draufschreiben soll. Ich kenne den Sachverhalt nicht. Ich würde ihn gerne kennen, ja. Ich sage das dazu. Das nehme ich mich wunder. Aber sonst, ja, ich nehme es zur Kenntnis. Ich werde keinen Rekurs machen. Danke sehr. Es hat mich gefreut, dass ich da, dass Sie sich auch freuen, wenn eine Standardisierung kommt in das ganze Beschaffungswelt. Auch wir bei der Schweizerischen Informatikkonferenz, wir versuchen auch einen Standard zu etablieren. Das sind unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die AGBs, der SIGA, die sind sehr bekannt überall. Und darum habe ich eine Frage an Sie, Herr Krebs. Wenn Sie sehen, dass ein Kanton als Zuschlagkriterien, manchmal als Killerkriterien, die AGBs der SIK verlangt, zu akzeptieren, wie reagieren Sie? Ja, also das ist, wir kennen einerseits die AGB des Bundes sehr gut, das sind fast in fast allen Ausschreibungen, die wir machen, ist es ein Eignungskriterium und auch SIK. AGBs sind eher, also wir kennen es eigentlich eher als Eignungskriterium als als Zuschlagskriterium. Also uns ist es möglich, diese zu akzeptieren. Ich würde auch, wenn ich jetzt das als Zuschlagskriterium hätte, das heißt, wenn ich irgendwelche Einwände mache oder mir Dinge ausbringe, ich weniger Punkte kriege in diesem Bereich, ich würde, glaube ich, eher davon. Ich würde das, glaube ich, nicht tun. Wir haben es auch schon gemacht, aber wir können diese AGBs erfüllen. Also es freut mich, danke schön. Also natürlich, es ist nicht so ganz richtig, als Kieler Kriterium AGBs zu haben. Man kann sie besprechen, wenn es machbar ist, immer noch wegen der Zeit und so, wegen der Verhandlungen, Nachverhandlungen. Man kann derogieren natürlich, es ist eine Verhandlungsfrage, aber wir versuchen eben momentan die AGBs der SIK anzupassen. Wir sind in einer Revision drinnen und es sieht gut aus, dass es besser für beide Seiten sein wird.